Cloud, es geht los. Schau. Ja, Mann. Ich kann's kaum abwarten. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Das nenne ich mal einen Tempel. Wow. Lara Croft? Und das Mückenproblem? Hä? Hey Cloud, was ist das? Keine Ahnung. Hast du das nicht in Auftrag gegeben? Da war ja ein richtiger Witzbold am Werk, was? Hör doch auf zu lachen, Cloud. Du Arsch. Tut mir leid. Die Mücke! Schluss jetzt. Das kann sich ja kein Mensch angucken. Ich ruf mal soeben den Produzenten an. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Ist heute der 1. April oder was? Oder bin ich bei versteckte Kamera? Na, warte, mein Freundchen. Hey, Klaus? Ja? Ich muss mit dir über Lara und das Mückenproblem sprechen. Mir fehlen echt die Worte. Findest du das irgendwie witzig, was du da produziert hast? Was bist du eigentlich für ein Produzent? Was? Was ist das für eine bescheuerte Frage? Natürlich finde ich das witzig. Weißt du, du kommst einfach angeschissen in meinen Laden, ja? Weil du einen Produzenten suchst für euer beschissenes Format. Nun mache ich das. Und du bist immer noch nicht zufrieden, oder was? Und dann besitzt du noch die Dreistigkeit, mich zu fragen, ob ich das witzig finde. Nicht zu fassen, sowas. Das können doch nur Idioten fragen, für meine Begriffe. Na, Klausi. Der Auftrag bestand darin, ein episches Intro zu produzieren. Hast du mich gerade Klausi genannt? Nicht darin, sich über mich lustig zu machen. Ist doch nicht zu fassen, sowas. Wo hast du überhaupt das Videomaterial her? Das geht dir einen Scheiß an, wo ich das Material her habe. Selbst wenn ich dich heimlich gefilmt hätte, würdest du das nicht aus mir herausbekommen. Verstehst du das? Du rufst mich hier an und provozierst mich, obwohl ich deinen beschissenen Auftrag angenommen und erfüllt habe. Das können doch nur Menschen machen, die, weiß ich nicht, komplett bösartig sind. Bösartig? Bisher hat sich noch niemand beschwert, nicht? Und du kommst hierher, bittest mich, ein schönes Intro zu machen, lässt deine dicken Titten auf dem Tresen rumbaumeln und denkst jetzt, dass du mich von oben herab beleidigen kannst, oder was? Dicke Titten? Beleidigen? Hör mal, Klausi, ist dir eigentlich klar, dass ich dich bezahlt habe für dieses Intro? Also habe ich auch das Recht, deine Arbeit zu kritisieren. Nein, du hast überhaupt kein Recht. Das ist ein ganz großer Irrtum. Wo kommen wir denn dahin, wenn jeder hier angeschissen kommt und irgendein Recht einfordert? Das einzige Recht, was die Leute haben, ist, die Schnauze zu halten, wenn ich meine Arbeit mache. Und sie haben auch das Recht, sich an meinen Werken zu erfreuen. Aber du bist mal wieder eine Ausnahme, nicht? Hey, Claudi, schaust du das nochmal grad? Mach das aus. Das ist nicht das, was es sein sollte. Höre endlich auf mich, Klausi. Das ist der größte Dreck, den ich seit langem gesehen habe. Wie bitte? Hey, Klausi, ich hab nicht dich gemeint. Ich meinte Claudi, mein Partner. Ja, leck mich doch am Arsch, Mensch! Pass auf, du! Irgendwann ist überhaupt der Moment gekommen, an dem wir uns wiedersehen. Irgendwann sehen wir uns wieder. Da kannst du dich drauf verlassen, du. Und dann hau ich dir in deine dämliche Na siehste, dann hätten wir das auch geklärt, du Dreckschwein. Hey, lass uns weitermachen, Cloud. Okay, und? Konntest du alles klären soweit? Ja, alles in Ordnung. Er war voller Verständnis und hat sich dafür entschuldigt. Ich werde mich sicher demnächst mit ihm treffen, um mich nochmal zu bedanken. Aber lass uns weiterschauen. Und da sind wir nun, bei unserem ersten Recap. So ist es. Und grundlegend kann man schon mal sagen, dass das Level an sich zum Einstieg eigentlich relativ einfach war. Ja, die Kavernen waren jetzt keine als zu große Herausforderung. Das ist wahr. Aber kannst du mir das hier mal etwas genauer erklären? Man könnte meinen, dass du jede Wand mitgenommen hast, die aufzufinden war. Mir bröselte schon das halbe Make-up aus dem Gesicht. Und dabei befanden wir uns gerade mal am Anfang. Sorry. Lara, ich hab's nicht mit Absicht gemacht. Es ist einfach die Steuerung. Man muss sich erst wieder daran gewöhnen. Na gut.
Den Punkt geb ich dir. Oder hier, das war auch ganz witzig. Wieso rennst du da erstmal durch die Gegend, ohne die Waffen zu ziehen? Die Wölfe dachten in diesem Moment bestimmt, hey, da läuft ein kleiner Snack vorbei, den gönnen wir uns. Deine Vergleiche. Wie soll ich sagen, ich hatte da einen Knoten im Finger und irgendwie... Schon gut, Claudi. Das war ja irgendwie ganz witzig. Wenn man die Tasten nicht findet, passiert das halt mal. Genau wie hier. Zum Glück war da kein Abgrund. Aber ein Bär, der offensichtlich mit mir kuscheln wollte. Die Situation konntest du aber ganz gut entschärfen. Dieses Hin und Her hat das Vieh offenbar komplett verwirrt. Und meine Pistolen erledigten den Rest. Gut gemacht, Cloud. Ich bin stolz auf dich. Ja, das sehe ich genauso. Das habe ich gut gemacht. Oder, wo war das? Hier, dein einzigartiger Fund. Wie hast du das genannt? Das Rad des Vieh? Fuß? Was? Das Rad des, Philosophus, oder? Philosophus? Ich glaube schon, Philosophus. Irgendwie sowas. Ich bin mir sicher, dass du das als einziger erkannt hast. Wer war denn dieser Philosophis? Philosophus? Ach, du weißt schon. Ja, also das ist jetzt ganz tiefgründiert Wissen. Also da müsste man jetzt eigentlich direkt anfangen, zurückzugehen zu den Zeiten, Wow, das nenne ich mal echt tiefgründiges Wissen. Danke für diese detailreiche Erklärung, Cloud. Geheimnisse haben wir hier tatsächlich alle gefunden. 3 Stück an der Zahl. Und wie wir an der Errungenschaft gesehen haben, haben wir hier auch alles andere gefunden. Tatsächlich gibt es zu diesem Level auch nicht wirklich viel mehr zu erzählen. Ja, das stimmt. Natürlich wird sich das auch noch steigern. Aus eigener Erfahrung an dem ersten Teil wird es gefühlt immer schwieriger. Hebel hier, Hebel da, dann geht da was auf, wo du nicht mal weißt, wo das ist. Das gute alte Suchen- und Finden-Spiel. Du sagst es. Ich freue mich schon drauf. Und by the way, wir könnten doch auch mal Verstecken spielen. Ich muss dich suchen und deinen Hebel betätigen, um zu gewinnen. Was meinst du? Gut. Bevor Claudi anfängt, nur noch in Umlauten zu sprechen und knallrot im Boden zu versinken, beenden wir hier unsere erste Zusammenfassung. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst es uns wissen. Euer Feedback ist unser Antrieb. Also bis bald. Cloud? Alles in Ordnung mit dir? Hey, du musst doch nicht gleich rot werden.